wir zur Austreibung des Bösen Teil 2. Wir schauen uns einmal den Gegner an. Wir haben hier ja alles wild durcheinander. Und wir brauchen hier Splash. Also, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hier hin und nehmen. Und hier wiederherstellen ist natürlich nice. Aber ich bleib dabei, dass wir die in Gefangenschaft schicken, die Gegner. Ich finde den Boni am sinnvollsten, damit man das hier schafft, dass das rote Feuer nicht viermal kommt. Okay, Standardteam wieder. Wir brauchen hier Splash, wie ich schon sagte. Und dann starten wir mal einfach die Herausforderung. Okay. Also, durchbuffen. Und. Oh, rein da. So, alles klar. Also, als erstes machen wir definitiv ihre Gefangenschaft. Dann machen wir Waffen, Waffen und die Ult direkt raus. Alle Ultis direkt raus. Und ihr habt gerade gesehen, rotes Feuer war gerade da. Jetzt nicht mehr da, weil ich die Ult eingesetzt habe. So. Okay, das war nicht so cool, verstehe ich gerade nicht. So, hier machen wir keine Gefangenschaft, die werden gleich drauf gehen. Wir machen hier den Splash. Jetzt machen wir den Buff. Dann machen wir die Ult. Jetzt machen wir den, damit wir die rote Flamme kriegen. Ah, jetzt habe ich wieder keine Ult ready. Also, das mit der Ult sofort wieder ready ist gar nicht so schlecht, glaube ich hier. Wir haben schon zwei Flammen. Buffen wir durch. Darf ruhig drin kommen, den machen wir weg. Also R drücken, damit die Flamme weggeht. Also ich hoffe, ihr bekommt das hier mit, hier links. Da müsst ihr drauf achten. So, dann machen wir so. Dann machen wir die Ult. So, und jetzt machen wir die Ult. Time for the Master Strike. Show no mercy. Okay.
hat es nochmal eher. Gut, das wäre es eigentlich schon gewesen, ne? Okay, das war nicht so schwierig, das war in Ordnung. Man braucht hier eigentlich nur Splash und man muss wirklich schauen, dass man die rote Flamme in den Griff kriegt, denn ansonsten ist es relativ simpel. Okay, das war die Austreibung des Bösen Teil 2. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.